Ich hätte es schon öfters gebraucht. Viele brauchen es auch. Doch man kann es nicht kaufen. Deshalb haben wir uns was selber gebaut. Und zwar, das ist eine Erhöhung für das E2-Gehäuse von IKEA. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich heute in diesem Video. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und viele von euch da draußen kennen mich vielleicht von dieser Laservorstellung. Das ist der K1 von IKEA, der ProMax mit 70 Watt. Da gibt es hier ein wunderbares Gehäuse dazu, dieses E2-Gehäuse von IKEA. Dieses Gehäuse passt an alle K1-Serienmodelle von IKEA. In dieser Videovorstellung von diesem Gehäuse, da habe ich erwähnt, dass wir uns vielleicht Gedanken machen werden, zusammen mit dem Modellbau Kessler, um dort eine Erhöhung zu bauen, damit man den Rotary nutzen kann, ohne die Vorteile des Gehäuses zu verlieren. Dort gibt es ja schon mal ein Modell, das ist der X24 von Atomstack und da könnt ihr das Ganze auch mal anschauen. Da haben wir das Ganze schon gebaut, das heißt eine Erhöhung mit Seitenschutz, dass es dann einfach passt und dass man dieses Gehäuse einfach wieder ganz normal mit Absaugung verwenden kann. Ihr seht es jetzt gerade selber. Tada! Ich kann hier durchfassen, da kommt die Luft einfach rein. Also ganz ehrlich, da haben wir jetzt das Problem natürlich, wenn ich Erhöhung, weil für diesen Eicher gibt es natürlich Erhöhungen, ihr seht es gerade ja irgendwie auch draufstehen auf diesen Erhöhungen, aber was bringt mir dann ein Gehäuse, wenn es da unten komplett offen ist? Also ihr wisst ja selber, ein Gehäuse muss immer ein bisschen Luft ziehen, damit es kein Vakuum bildet. Deshalb ist es ganz in Ordnung, aber das da unten ist echt so viel Luft. So, also wir haben jetzt, es hat es ein bisschen gedauert, es kamen schon so einige Anfragen rein, die gefragt haben, ja was ist denn jetzt mit der Erhöhung für dieses E2-Gehäuse? Leute, es ist endlich da. Wir haben konstruiert, beziehungsweise der Modellbau Kessler, er hat das Ganze konstruiert und das werden wir gemeinsam heute aufbauen. Ich habe es jetzt auch mal zum ersten Mal da, diese Prototypen und die kann er dann, der Kessler bietet die dann an. Ich werde es euch unten einfach nochmal verlinken. Das sind dann 3D-Druckdateien, die könnt ihr euch dann vom Kessler besorgen und dann ausdrucken und könnt euch dieses Gehäuse bauen. Wir wollen es uns jetzt aber mal gemeinsam bauen, dieses Gehäuse und mal schauen, wie das Ganze dann rauskommt. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass ihr diese Erhöhungen euch besorgt und ausdruckt und natürlich ist es klar, ich habe jetzt nur die leider in schwarz da, normalerweise sind sie ja dieses bläuliche Silber hier, die schraubt man dann dran, das sind zwei Erhöhungsfüße pro Seite, das schaut dann so aus, den Originalfuß, den runden, den benutzt man dann weiterhin und schraubt das Ganze dann an. Die braucht ihr natürlich auch noch, das ist auch ganz klar, werde ich euch auch unten verlinken. Des Weiteren braucht ihr natürlich noch eine Plexiglasscheibe, ich habe jetzt hier eine in schwarz, beim X24 habe ich diese Orangen genommen, aber ich sage jetzt mal so, ich brauche da jetzt wirklich nichts, was mir durchschauen könnte im Endeffekt, deshalb werden wir das Ganze so bauen, dass die Seiten ebenso genau schwarz sind. Jetzt erkläre ich euch mal das Prinzip dieser Erhöhungen. Ihr seht sie jetzt hier alle hingestellt. Es gibt ein vorne und ein hinten oder beziehungsweise eine Frontseite und eine Seitenscheibe, Seite. Und zwar ist es jetzt so, ihr seht es jetzt bei diesen Teilen und zwar sind da Ausbuchtungen drin, wo die Plexiglasscheibe hier rüberkommt in einem bestimmten Maß und dann festgeschraubt wird. Also diese sind fest verschraubt, die vorderen und die hinteren Füße, aber die Seitenteile, die werden nur gesteckt. Ihr seht, hier ist ein Ausschlitz hier drin, wo man dann die Plexiglasscheibe im Endeffekt nur reinschieben muss. Die Füße sind durch, das heißt, haben ein Loch in der Mitte, da braucht ihr jetzt einfach nur den Laser im Endeffekt in der Mitte reinstellen. Deshalb würde ich jetzt sagen, wir fangen mit den Seitenteilen an. Das heißt, wir werden jetzt diese Füße einfach mal an allen vier Ecken praktisch anbringen vom Laser und werden dann jetzt mal die Seitenteile ausmessen. Eine gemessene Höhe von diesem Gehäuse haben wir bei 120 mm. Also werden wir uns jetzt Scheiben zurechtschneiden mit 120 mm. Meine Plexiglasscheibe ist eine 500 x 700 mm. Plexiglasscheibe kann ich euch unten verlinken. Das ist ein ganz normales Standardmaß einfach, das ich bestellt habe. Und da werden wir uns jetzt die Teile raussägen. Das heißt, wir werden jetzt als allererstes mal vier Streifen sägen mit 120 mm und die Füße dann schon mal anbringen an den Laser. Thank you.
So, die vier Streifen sind gekürzt oder nicht gekürzt, sind geschnitten auf 120 mm pro Stück. Die Länge, die werden wir jetzt dann noch ablängen, um das rauszubekommen. Beide Füße reinstellen, das Gerät draufstellen und dann werden wir einfach mal mit so einem langen Lineal, dann werden wir mal reingehen. Die Nut ist so circa 2 cm tief. Das kann natürlich jetzt nach Toleranzen sein. Messt es einfach separat aus. Also ich komme jetzt hier circa, mach mal einfach 680, 685 mm, wo wir jetzt die Scheiben einfach mal ablängen. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm, wenn die nicht ganz so lang sind, weil wie gesagt, die Nut ist tief genug. Das passt ja dann. Aber das müsst ihr dann selber einfach ausmessen. So, wenn ihr das Ganze zugesägt habt, dann braucht es im Endeffekt, kann ich euch nur empfehlen, die Folie ein Stückchen vorher abzuziehen, damit ihr da reinkommt. Und vor allem, da habt ihr nachher weniger, das müsst ihr nicht nochmal aufeinander bauen, um dann an die Folie zu kommen. Also Folie vorne und hinten ein bisschen anziehen, abziehen. Oh, hier habe ich es vergessen. Ziehen wir da auch nochmal ein bisschen ab hier. So, und jetzt braucht es im Endeffekt nur hinten reinklicken, das Ganze ein bisschen rausbiegen. Und jetzt könnt ihr mal schauen, dass ihr die Scheibe dann einfach hier reinbekommt. Schaut, das geht ganz einfach. Braucht es einfach reinschieben, die Scheibe. Jetzt lupft ihr das Gehäuse hoch und stellt es einfach passend rein. Und schaut mal, wie geil das ist. Wie geil das passt. Also überhaupt kein Stress. Seht ihr das? Perfekt. Und jetzt müssen wir das Ganze auf der anderen Seite noch machen. Und dann gehen wir zu den vorderen und hinteren Scheiben. Leute, wir kommen zu der Front und zu der Rückseite. Dort ist es jetzt einfach so, und das ist jetzt auch richtig geil, in diesem Druckset ist eine Schablone mit dabei. Die passt genau hier auf diese Bohrungen drauf. Das heißt, wir müssen jetzt einfach die Scheibe jetzt ablängen. Ich werde es jetzt einfach mal auch noch so messen im Endeffekt. Ja, so, hier haben wir, bei mir sind es 630 mm. Oben genauso hoffentlich, dann müsste es hoffentlich passen. Auch 63 mm. Ich länge jetzt meine Scheibe auf 63 mm ab. Aber ich muss dazu sagen, alles hat Toleranzen hier. Sprich, die Füße haben Toleranzen, das Gehäuse hat Toleranzen, weil es aus Blech ist. Es hat alles Toleranzen hier. Es kann sein, dass ihr jede Seite ein bisschen einzeln noch paar Zehntel, paar, vielleicht einen halben Millimeter, wie auch immer, nochmal genau anpassen müsst. Also hier passt die Scheibe perfekt rein und hier gehört sie genau hin. Und deshalb gebe ich euch den Tipp, wenn ihr das Ganze druckt und das Ganze macht, einfach nur auf die Toleranzen achten, einzeln anpassen alles. Ich habe es jetzt mal mit beidseitigem Klebeband festgeklebt. Ich bin es zu faul, alles am Bohrständer und auszurichten. Ganz ehrlich, ich mache es auch freihändig. Wie gesagt, es ist festgeklebt. Die Folie ist noch drauf. Abziehen, drüben drauf machen. Fertig. Also zuerst ablenken natürlich. Die Stunde der Wahrheit. Ob es passt. Mega! Gut, wir schrauben das Ganze jetzt fest. Schrauben müsst ihr einfach mal selber schauen, was ihr da für Schrauben nimmt. Ich habe auch gerade bloß irgendwelche Restbestände genutzt. Aber egal, da ballern wir jetzt unsere Schrauben rein und dann machen wir die Rückseite. Sehr geil, Leute, wir sind fertig. Schaut mal, es wackelt überhaupt nichts. Wir müssen jetzt im Endeffekt nur noch unsere Folie abziehen. Uhu. Ist das nicht geil? Also es schaut schon mal richtig geil aus und es funktioniert auch gut, es wackelt nichts. Wie gesagt, ihr müsst die einzelnen Sachen schon noch ein bisschen anpassen und dann ist es überhaupt kein Problem. Das ist einfach nur wegen den ganzen Toleranzen, die wir haben und das Blechgehäuse, die Füße, alles hat Toleranzen. Aber wenn ihr das Ganze anpasst, ist es überhaupt kein Stress und ihr seht es einfach selber. Es passt richtig perfekt. Ich hatte jetzt nicht alle Schrauben da, so passende. Aber müsst ihr halt dann auch selber schauen nach den Schrauben. Mich stören die Schrauben aber nicht. Dann schauen wir mal in den Laser rein. Schaut, ihr könnt da wirklich ganz normal den Rotary drunter stellen. Überhaupt kein Problem. Könnt damit einfach noch arbeiten. Also richtig cool, wie es funktioniert.
Ja, und was sagt ihr dazu, Leute? Also ich finde es mal richtig geil, weil es richtig mega stabil ist. Ich kann jetzt meinen Rotary inklusive Gehäuse benutzen. Das finde ich mal richtig geil. Und vor allem jetzt für die Leute, die jetzt sagen, da könnten kleine Luftlöcher drin sein oder sonst irgendwas. Leute, ein Gehäuse muss atmen können. Wenn ihr zum Beispiel jetzt mal eine Tüte nehmt, einen Staubsauger reinhaltet und dann mal einen Staubsauger anmacht, was passiert mit der Tüte? Punkt. So, das würde hier auch passieren. Das heißt, wenn ich hier keine Luftzufuhr habe, selbst wenn es hier irgendwo ein halber Millimeter Luft ist, dann ist es überhaupt kein Stress, denn dieses Gehäuse muss atmen, damit der Rauch am Ventilator abgesaugt werden kann. Also das müsst ihr einfach wissen. Aber jetzt denke ich mir mal, muss ich es jetzt jedes Mal auseinanderbauen? Nee. Also ihr wisst ja, die vordere Scheibe, diese Front und diese Front sind miteinander verschraubt. Das heißt, wir müssen nur die Seiten rausziehen, können dann das Gehäuse abnehmen und auseinanderlegen. Und wir haben keinen Platzbedarf bei diesen vier Scheiben. Ist überhaupt kein Stress. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das wird mich dann teilweise auch schon wieder stören. Ich will einen Rotary haben, muss das jetzt erstmal aufbauen, brauche 5 Minuten, brauche ihn wieder nicht, baue es wieder ab. So, es gibt noch eine andere Lösung. 4 Klötze hat der Modellbau Kessler auch noch konstruiert und diese Klötze sind dafür da, dass wir eine Honeycomb-Erhöhung haben. Diese Erhöhung ist genauso hoch wie dieses Gehäuse hier im Endeffekt. Das heißt, wir stellen die Honeycomb-Erhöhungen einfach da unten rein, tun das Honeycomb drauf und brauchen das Gehäuse im Endeffekt nie mehr abbauen. Wie geil ist das denn, oder? Was meine ich denn ganz genau mit einer Honeycomb-Erhöhung? Seht ihr, das sind diese Klötze, die gehören einfach unter das Honeycomb. Die stellst du jetzt einfach da unten rein, stellst das Honeycomb drauf. Es ist stabil, keine Angst. Und dann könnt ihr jetzt einfach schneiden. Natürlich sollte da unten noch ein Blech liegen, das ist ganz klar. Und dann könnt ihr einfach dann eure Sachen hier schneiden auf eurem Honeycomb, je nachdem, welche Größe ihr habt. Und fertig. Ich finde es eine mega Lösung. Ich muss dieses Gehäuse im Endeffekt nie mehr auseinanderbauen. Sollte ich mit dem Rotary arbeiten, einfach Honeycomb rausnehmen, den Rotary reinstellen und lasern. Fertig. Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ist es eigentlich die Aufgabe der Hersteller, an sowas zu denken. Sie haben zwar an eine Erhöhung gedacht, ja, alles gut, aber dann habe ich ja unten alles offen. Da könnten Laserstrahlen rauskommen und so weiter und so fort und natürlich auch Qualm und Rauch. Also bringt es nicht mehr so viel. Aber dafür gibt es ja den Modellbau Kessler und Gipfelholz, die dann an sowas denken und sowas dann sich einfallen lassen und sowas Tolles konstruieren. Richtig cool. Schon mal vielen Dank an Modellbau Kessler. Jetzt zur Frage, wo ihr die Dateien herbekommt. Ganz einfach. Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link auf meine Homepage und dort werde ich die Dateien verlinken. Da kommt ihr zum Modellbau Kessler und da könnt ihr euch diese Dateien besorgen. Solltet ihr noch Fragen haben, könnt ihr auch gerne Modellbau Kessler einfach anschreiben. Das ist für diejenigen eigentlich eher so gedacht, die dann einen 3D-Drucker haben, die das jetzt Ganze selber drucken. Das ist die günstigste Variante, das zu machen. Schaut da einfach mal drauf. So, meine Lieben, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, euch gefällt diese Erhöhung für dieses Laserschutzgehäuse. Richtig cool, mir gefällt's. Lasst mal einen Kommentar da. Teilt dieses Video, damit so viele wie möglich sehen können, die dann auch dieses Gehäuse einfach haben. Lasst noch einen Daumen da, lasst noch ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Abonniert die kleine Glocke, dann verpasst ihr auch kein Video mehr von Gipfelholz. Ich würde sagen, schöne Grüße aus dem Allgäu, bis demnächst. Servus.